Hallo zusammen, hier ist wieder euer Teller und euch wieder für euch hier in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute soll es ein XXXXXL-Opening geben. Wir wollen nämlich relativ viele Vaults aufmachen. Ich würde sogar fast behaupten, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich behaupte jetzt einfach mal, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich bin, glaube ich, die Person, die jetzt am meisten Vaults jemals in einer Woche aufmacht. Und zwar, weil ich letzte Woche tatsächlich mit allen meinen Chars unterwegs, das sind, so wenn ich mich nicht verrechnet habe, 128 und mit jedem kann ich den Vault aufmachen. Also wir werden jetzt über 100 Vaults aufmachen. Kann natürlich sein, dass ich es bei dem einen oder anderen Char verkackt habe. Ich habe mir zwar eine Liste geführt, aber bei über 100 Chars wird es dann ein bisschen schwierig, den Überblick zu behalten. Was habe ich hauptsächlich in den Vaults drin? Ich war ein bisschen im Timewalker unterwegs und habe mit jedem Char zumindest eine, mit manchen sogar fünf Timewalker-Instanzen gemacht, um dementsprechend den Vault ein bisschen aufzufüllen und zusätzlich aus dem Timewalker-Instanzen Gear zu kriegen, was ich für Tiermog-Zwecke brauche und zusätzlich noch diese Weekly-Quest zu absolvieren, wo man fünf Timewalker-Dungeons machen musste. Dann gab es auch nochmal Tiermog raus. Ich bin immer so eine Person, die ganz gern Sachen effizient macht und da konnte ich quasi mit nur Timewalker-Instanzen laufen, drei verschiedene Loot-Quellen abgreifen. Zusätzlich habe ich natürlich auch noch ein paar andere Sachen letzte Woche gemacht. Ich war mit dem Parler im RBG, ich war mit dem Worry, war ich im LFR noch ein bisschen unterwegs, die Legendary-Waffe mit dem Main habe ich auch noch Plus gemacht, also da haben wir auch noch ein bisschen was anderes mit drin. Und ich würde sagen, jetzt steigen wir einfach mal ein. Ich würde behaupten, das Video wird wahrscheinlich ein bisschen länger werden. Wir machen jetzt vielleicht mal die besonderen Sachen am Anfang, heißt, ich werde mit dem Main aufmachen, mit dem Parler und mit dem Worry, wo ich jetzt halt außer Timewalker halt nochmal die anderen Geschichten angegangen bin, das ist das Erste, und dann ziehen wir die ganzen Timewalker-Chars durch. Ich kann euch mal meinen Sheet zeigen, und zwar sind es diese ganzen Dungeons, die ich gelaufen bin, ne? Am Anfang war ich immer noch motiviert, habe mit allen fünf gemacht. Und hinten raus habe ich dann gemerkt, okay, das wird nichts, dass ich mit über 100 Chars jeweils 5 Timewalker Dungeons mache. Da habe ich immer nur noch eine gelaufen. Overall waren es dann 279 Timewalker Dungeons, die ich gelaufen bin. Sogar noch ein paar mehr, weil ich mit dem Main mehr als 5 gelaufen bin. Mit dem habe ich nämlich so ein bisschen Timewalker Gear, da habe ich ein paar Chars durchgecarried. Zum Teil habe ich dann halt immer mit zwei Accounts parallel gespielt, ne? Habe einfach mitgezogen und so. Das ging dann schon halbwegs gut. Genau, also dann ich würde sagen, wir fangen dann von unten mit meinen Chars an. Erstmal die, wo nur eine Indie gelaufen sind. Denn wenn ich jetzt quasi die anderen Chars mache, wo ich jetzt 2 Vault-Slots habe, dann muss ich mich ja immer zwischen 2 Items entscheiden. Und wenn ich mit den anderen schon mal ein Item für ein T-Mog kriege, ne, dann hat sich das schon mal erledigt. Gut, okay, genug des Vorgeplänkels. Mit Main war ich letzte Woche Rabenwehr unterwegs. Eigentlich wollte ich ja keinen Plus machen. Der Cabrita hat mich überredet. Er hat gemeint, ihm ist langweilig. Der läuft ja 20 Jahre aufwärts, Key. Und er hat mich überredet, dass ich einen mitlauf. Und dann haben wir Rabenwehr gemacht. Lief sogar gut, also ich habe jetzt mit dem Char kein gutes Gear, ich habe es getankt, 461, ich konnte es halt eigentlich relativ easy tanken und Aggro habe ich gegen die Ds natürlich, konnte ich auch gut halten, obwohl die deutlich besser equipped waren, also scheint jetzt nicht so der Stress zu sein, wir haben es glaube ich sogar gedouble-chested, das Ding, aber jetzt gucken wir mal, machen wir das Timer auf und schauen was da, oh warte mal, vielleicht stelle ich nur auf Tank um, oder? Wiederherstellung, die Heilerwaffe, die ich, gut, dass wir noch geguckt haben, ich sag's euch, hätte ich eine Heilerwaffe rausgezogen. Jetzt schauen wir mal, was Schönes drin ist. Also natürlich ein Haufen Timewalker war ich. Moment, warum? Ach doch, was habe ich denn jetzt hier? Ah shit, jetzt habe ich ein Tank Trinket mit Absorb drauf. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Aber das werde ich trotzdem nehmen. Ausdauer und Absorb hätte ich lieber auf die D gestellt. RIP. Das haut mich jetzt echt nicht vom Hocker hier. Ein 200k Absorb ist halt nicht mal viel, ne? Na, gibt Scheiß drauf. Fürs Item-Level. Also das war jetzt ein mieser Loot. Was ist hier drin? Einen Gürtel, den ich nicht brauche. Und ein Trinket, das kann ich eigentlich auch vergessen. Aber aus dem LFR kriegt man zumindest für 41. Ist gar nicht so schlecht. Naja, nehmen wir das Ding. Also ich glaube, was viel Schlechteres hätte ich nicht kriegen können, tatsächlich. Weiß gar nicht, ob ich das anlege. Und wir haben den 20er immer grünen Floor-Key. Naja, gut, den könnte ich theoretisch die Woche laufen. So, was bringt mir das Ding? Kriege ich einen Haufen mehr Life, ne, wenn ich es anlege wahrscheinlich. Was macht denn das aus? Macht halt nicht mal viel Leben aus, ne? Obwohl 100k.
Ja, könnte man sich überlegen. Gut, so viel dazu. Dann gucken wir mal weiter zum nächsten Vault. Gut, als zweites nehmen wir jetzt den Worry. Und zwar war ich da zumindest im LFR unterwegs. Ich bin da an der Legendary-Waffe dran, ne? Also der Char, sonst hat er jetzt kein gutes Gear. Aber die Legendary-Waffe will ich halt haben, um die Quests auch machen zu können, ne? Ich bin ja auch im Sammeln in allen möglichen Bereichen. Also das hätten wir. Ich hätte einen Hals aus dem LFR 450. Und hier hätte ich eine 441er Hose oder eine 441er Handgelenk. Ja gut, dann nehmen wir den Hals, ist ein No-Brainer, oder? Ich sag's euch ehrlich, ich habe keine Ahnung, was der Worry Tank für Stats braucht. Versa ist wahrscheinlich für die meisten Tanks nicht schlecht. Aber im Endeffekt ist auch wurscht, ne? Für den LFR reicht das Gear, was er hat. Gut, hätten wir den auch. Dann gucken wir mal auf den Parler noch. So, als nächstes haben wir den Paladin. Den habe ich ein bisschen im PvP gespielt. Das ging hier noch um RBG, wisst ihr. Die 1.8 brauchte ich da noch wegen dem alten Classic-Set. Ist jetzt soweit auch fertig. Und jetzt mal gucken, ob jetzt noch ein sinniges T-Mog-Teil rauskommt. Willst du mich komplett rollen? Ich krieg zwei Trinkets. Ja, okay, das hat sich schon mal komplett erledigt. Ja, okay. Ja, Also, das ist jetzt belastend. Ich sag's euch, wie es ist. Ich habe jetzt gehofft, dass ich noch einen T-Mog rauskrieg. Eigentlich wollte ich nicht mit dem Use. Vor allem Crit ist auch noch ein schlechter Stat, ne? Aber gut, zumindest fürs Item-Level ist es nett. Gut, also das war auch mal eine komplette Nullnummer. Dann sind wir jetzt mit den normalen Sachen durch. Und jetzt würde ich sagen, steigen wir in den T-Mog-Bereich ein, was Time Walker angeht. Und gucken mal, was ich da so rausziehe. Gut, dann sind wir jetzt auf dem DK. Hier auf Pozzo del Eternita. Und, achso, jetzt muss ich jetzt irgendwie. Halt, stopp. Ich sollte jetzt vielleicht noch eins vorher gucken. Also, ich zeige euch mal die Hauptgeschichte, warum ich das Ganze mache. Und zwar in dem aktuellen M-Plus-Pool gibt es ja zwei Instanzen aus Legion: einmal Rabenwehr und einmal Finsterherzdickicht. Und ihr seht, aus Legion habe ich alles andere. Außer hier drei Waffen und die gibt es nicht in den normalen Legion Dungeons zu erspielen, sondern diese Teile gibt es halt nur in dem M-Plus-Pool. Und so wie man das, wie ich das verstanden habe, wenn ich jetzt HC-Instanz laufe oder auch eine Time Walker-Instanz, was ich jetzt gemacht habe, kann ich diese Waffen auch kriegen halt aus dem Mythic-Plus-Pool, ne? Also es müsste funktionieren. Deswegen muss ich jetzt im Optimalfall meinen Loot-Spec so anpassen, dass ich diese Waffen kriege. Da sind natürlich noch ein paar andere Sachen drin, ne? Also ich kann oder ich müsste jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, Items aus diesem Pool hier rauskriegen, ne? Gut, immer grüne Floor und Thron der Gezeiten, da dürfte nichts Tolles drin sein. Wobei, immer grüne Floor, da könnten. Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich aus Kronsteig und Finsterherzdickicht. Da schätze ich mal, dass auch nochmal normale Items, Brust, Kopf und Schultern drin sein könnten, weil die ja. Weil es damals ja diese Azurit-Teile gab und das ja jetzt keinen Sinn mehr macht mit Azurit. Hier Kronsteig. Nee, sind es aber jetzt hier tatsächlich nicht mit aufgeführt. Moment, das ist manchmal hier unten bei den Dynamic-Gruppen drin. Hier ist das meistens mit dabei. Dungeons. M Plus. Ah, seht ihr das? Hier sind sie. Genau. Altaldazar M Plus. Hast du einen Kopf drin? Eine Brust aus Altaldazar. Hier ist auch nochmal eine. Okay, und. Aber im Kronsteig ist nichts drin? Das ist ja weird. Warum sind die alle aus Altaldazar? Das müsste ja im Kronsteig. Müssten dann ja auch so Items drin sein. Sind die dann da auch mit drin? In Altaldazar? Hier oben. Ah, seht ihr. Okay, das ist zwar komisch, warum sie jetzt in der einen Instanz Items reingehauen haben, in der anderen zwar nicht, aber gut. Okay, ich habe jetzt den Lootspec umgestellt auf Frost und jetzt gucken wir mal rein. Also, dass ihr so ein bisschen wisst, warum ich das Ganze gemacht habe, ne? Weil ich diese besonderen Season-Items halt haben will. Ja, gut. Oh! Das ist ein Item, was ich nur nicht habe. Und zwar aus der Dämmerung der Ewigkeit. Das ist schon mal das erste T-Mog-Teil. Wunderbar. Komisch, dass jetzt hier oben dieser Haken nicht dran ist. Da spackt schon wieder irgendein Addon rum. Ist jetzt aber egal. Solange wir einen T-Mog gekriegt haben, passt das schon mal. Also, wir sind jetzt von Item Level 39 auf 441. Wie gesagt, das Gear von den Chars ist mir ziemlich wurscht.
Es geht nur ums T-Mog, aber wenn die natürlich ein Gear-Upgrade kriegen, dann ist auch nice. Gut, dann weiter geht's. Gut, als nächstes haben wir einen Druid. Ich habe jetzt hier schon mal nachgeguckt. Wenn ich Guardian einstelle, kann ich theoretisch die Stangenwaffe rauskriegen. Schauen wir mal. Wir haben einen Umhang. Der ist aus dem Grundsteig anwesend, aber den habe ich anscheinend schon. Ich nehme den jetzt trotzdem mal. Ich war auch am überlegen, wenn ich die Items nicht brauche, ob ich hier die Münzen nehme, dann kriege ich immer 1000 Gold. Aber ja, ganz ehrlich, wenn die Chars ein bisschen mehr Gear haben, ist doch auch okay. Nehmen wir den Umhang hier. Und nebenbei kann ich auch noch nachgucken. Ich könnte die Sachen auch in den Katalysator packen und dann quasi auch nochmal ein Thema rausholen. Zum Beispiel jetzt den Umhang. Wenn ich schaue, ich habe hier nämlich so eine kleine Liste. Rücken, Druid, da bräuchte ich Marken, um den abzugraden. Also das macht keinen Sinn. Okay. Aber theoretisch könnte ich den dann halt noch upgraden, ne? Zumindest zum LFR-Gear. Fürs Upgraden habe ich halt mit den Chars nichts, ne? Also das sind halt so Gammeldinger, die sonst nichts am Start haben. Gut, also bei dem Hunter machen wir jetzt mal Überleben rein. Also mal gucken, ob ich eine von diesen Waffen kriege oder hoffentlich alle, ne? Bei über 100 Chars ist ja die Wahrscheinlichkeit nicht so schlecht, oder? Gut, der Lootpool ist schon relativ groß. Sagen wir hier drin. Ihr habt diese Vorlage bereits von einem anderen Gegenstand. Nice. Das ist aus dem Kronsteig. Das ist quasi ein 2-Timok, ne? Da habe ich die eine ID schon. Ich frage mich bloß, warum dieser Haken oben jetzt nicht angezeigt wird. Das triggert mich jetzt so ein bisschen. Aber zumindest haben wir einen T-Mok. Das können wir jetzt schon mal anlegen. Ja, ist auf jeden Fall besser. Und jetzt gucke ich mal nach. Das sind Handgelenke, Hunter. Brust, Hände, Handgelenke. Naja, gut, da habe ich schon das Set. Gut, brauchen wir nicht. Dann weiter. So, dann als nächstes haben wir den Demon Hunter. So wie es aussieht, ist es da egal. Da kann ich die Waffen eh nicht kriegen. Jetzt hoffe ich mal. Oi, habe ich da jetzt nichts drin? Okay, anscheinend habe ich mit dem Char verkackt. Da habe ich gar nichts im Vault. Dann sind es bloß 127. So viel dazu. Also Leute, noch ein kleiner Einschub. Es kann eigentlich nicht sein, dass ich mit dem Char keinen Vault habe, weil ich habe sogar die Fiole und die kriegst du ja, wenn du eine Timewalker in die machst. Ich kann sogar die Quest nur abgeben, habe aber nichts im Vault. Also das ist ein Mysterium, wo ich jetzt nicht ganz hintersteige, aber gut, jetzt wären wir noch ein paar andere Chars. Gucken wir da mal weiter. Gut, als nächstes sind wir auf dem Parler. Hier haben wir jetzt eine Zwickmühle. Ich könnte sowohl einmal Vergelter als auch Tank auswählen. Ich würde sagen, wir machen jetzt einmal, lass mal Tank drin und gucken mal, ob wir die Einhandwaffe bekommen. Hier muss ich zumindest länger kurbeln, also es müsste was drin sein. Ja gut, da haben wir ein Trinket drin. Naja, schade, kein T-Mog. Aber wahrscheinlich ein Upgrade für den Char, ne? Ja, das ist ein Upgrade für den Char. Gut, gucken wir weiter. Sudala, dann haben wir einen Hexer. Hier scheint es relativ egal zu sein, ne? Das sind alles Agi- oder Stärke-Waffen. Also machen wir es jetzt einfach mal auf. Und ziehen einmal eine Schulter raus. Und die hatte ich anscheinend auch schon. Ich muss das mit dem Haken mal gefixt kriegen, dass ich es auf den ersten Blick sehe. Ist aber wahrscheinlich auch ein Upgrade. Ja, 441 ist ein Upgrade. Achso, hier könnten wir wieder gucken. Zwecks Tierset. Ich kann es auch, dass ihr nicht immer so geblendet wird. Im Stream haben sie es schon gesagt, ne? Theoretisch auch hier nachschauen. Warte mal, Schultern ist der Slot. Und theoretisch könnte ich das zumindest in Katalysator umwandeln und dann hätten wir da noch einen T-Mog. Naja, komm, das machen wir doch gleich mal. So, oben beim Katalysator packen wir es mal rein und dann haben wir einen T-Mog, so wie es aussieht. Also das können wir schon mal umwandeln. Upgraden kann ich es natürlich leider nicht, ne? Weil das halt auch wieder so ein Char ist, ohne Marken, ohne alles. Aber zumindest LFR-Mog ist ja schon mal was. Gut, dann haben wir noch einen DK hier am Start. Den habe ich jetzt schon mal auf Frost gestellt. Das war, glaube ich, der richtige Spec für die Waffe. Und was haben wir da drin? Einen Umhang, den ich nicht brauche. Aber jetzt klappt es wieder, ne? Hier steht gesammelt oben dran. Wir nehmen ihn jetzt trotzdem, weil er wahrscheinlich ein Upgrade ist. Jawollo. Und eventuell kann ich auch den in den Katalysator packen. Schauen wir das auch mal schnell noch nach. Ah, schau mal an. Normal? Ah, nee, okay. Im Ding brauche ich nicht. Im LFR. Und Marken wird er wahrscheinlich auch keine haben. Nope. Naja, gut. Aber zumindest ein Upgrade für den Char. Dann habe ich als nächstes einen Demon Hunter am Start. Jetzt schauen wir mal rein in den Vault. Ah, ein Trinket. Das bringt mir natürlich gar nichts. RIP. Aber auch das wird wahrscheinlich ein Upgrade sein, schätze ich mal. Ja, das ist ein Upgrade, zumindest geartechnisch.
Dann haben wir noch einen Druid am Start. Ich habe schon wieder wegen dem Stab oder Stangenwaffe, was es war, auf Guardian gestellt. Und, ach komm, das kann ich mir doch nicht erzählen. Kriegt das gleiche Scheiß-Trinket nochmal. Oh, ja gut. Schauen wir mal, bringt es dem irgendwas? Na klar, hier, mehr Item-Level. Gut, dann haben wir hier den nächsten Hunter. Wir gehen wieder auf Überleben. Mal nochmal, genau, Überleben. Da habe ich sogar noch eine Kralle von Shinkun rumliegen. Und was ist das? Ach, ein Tierset. Das ist natürlich jetzt eher schlecht. Das will ich eigentlich nicht haben. Aber gut, hilft ja nichts, ne? Hilft ja leider nichts. So, legen wir das mal an und weiter geht's. Dann haben wir noch ein DK. Da stellen wir jetzt wieder auf Frost um. Oh nein, ist der auch verbuggt? Ja. Also wahrscheinlich ist es echt so, wie vorhin die Leute aus dem Stream gemeint haben, wenn man nicht die komplette Instanz gespielt hat, ne? Wenn man jetzt irgendwie mitten in der Instanz reingeportet worden ist, dass man dann den Vault nicht freischaltet. Also das vermute ich mal, weil auf den Chars habe ich diese Quests alle gemacht. Schade. Na gut, gucken wir weiter. So, dann haben wir den Demon Hunter als nächstes. Da muss ich ja den Loot Spike nicht großartig umstellen. Und, was haben wir Schickes drin? Einen Gürtel, den ich auch schon hatte. Das ist jetzt aus dem Thron der Gezeiten. Nehmen wir den mal und eventuell kann ich den vielleicht noch in den Katalysator packen. Das gucken wir jetzt gleich mal nach. Also geartechnisch ist es auf jeden Fall besser. Und settechnisch... nee, das ist Gürtel, ne? Schnallengürtel. Ja, Shitgürtel habe ich schon. RIP. Gut, als nächstes haben wir einen Magier. Der hat hier auch noch so ein Fokusteil aus Mega Dungeon. Das habe ich letzte Woche auch ein bisschen gefarmt. Gut, ein Trinket. Das ist natürlich RIP. Das brauchen wir auch nicht. Dann haben wir als nächstes nochmal einen Hunter. Jetzt stellen wir hier wieder auf Überleben um. Kleine Randinformation. Ich hatte eben einen Schurken, wo ich auch wieder nichts im Vault hatte. Also, ich bin mir da immer noch nicht so ganz sicher, woran es lag, ne? Nice. Hier habe ich sogar einen Teil aus Kronsteig. Schon mal sehr schön. Das Komische ist, das kann ich sogar upgraden und wird noch ein T-Mog kriegen. Da müsste ich mal gucken, was ich dann kriege als T-Mog. Vielleicht kriege ich dann die Mythic-Variante, das könnte sein. So, das können wir anlegen. Ist auf jeden Fall besser. Und jetzt gucke ich nochmal schnell auch hier in die Sets rein. LFR-Set. Oh, ich würde im LFR nur den Gürtel brauchen. Ich habe sogar Marken. Wisst ihr was? Also es wäre jetzt eigentlich clever, das in den Katalysator zu packen. Aber ich will ganz gern wissen, was ich für ein T-Mog kriege, wenn ich das jetzt so upgrade. Wobei, jetzt steht es nicht mehr dran, ne? Das ist jetzt das T-Mog aus Normal, so wie das aussieht. Jetzt packe ich es mal in den Crates mal ab. Anscheinend habe ich mit dem sogar ein paar Marken gefarmt. Jetzt werde ich mir damit zwar das Set verbauen, aber zumindest können wir ein bisschen Knowledge rausziehen. Gucken wir mal. Das Addon hat mich angelogen. Ich habe keinen T-Mog gekriegt. RIP. Jetzt steht zwar hier HC dran, aber ich habe kein zweites T-Mog gekriegt. Die Anzeige war falsch. Ach, Käse. Also das war jetzt mal komplett für den Sack. Ja, okay. Aber ich kann es jetzt zumindest nochmal oben in den Katalysator packen und kriege das Normal T-Mog. Jetzt wissen wir, wenn ich ein Item aus dem alten Dungeon quasi upgrade, kriege ich nicht ein zweites T-Mog. Ich hatte jetzt vielleicht vermutet, dass ich dann das Mythic T-Mog noch kriege, ne? Aber anscheinend nicht, so wie es ausguckt. So, beim Katalysator gelangt. Jetzt können wir es zumindest hier noch umwandeln und kriegen das quasi Normal T-Mog. Hätten wir es halt vorher umgewandelt, hätte ich auch noch LFR kriegen können, ne? Aber gut. Es war jetzt ein Testpylon beim nächsten wissen wir es, dass es halt quasi nichts bringt, dass ich es vorher upgrade. Beauty, dann haben wir noch einen DK und den stellen wir wieder auf Frost um. Ich weiß schon, dass es irgendwann, wenn ich die Chars mal für irgendwas spiele, passieren wird, dass ich das falsche Zeug kriege, weil ich dann vergessen habe, den Spec umzustellen wieder.
Okay, jetzt haben wir hier einen Tierset raus. Und es bringt mir jetzt mocktechnisch aktuell, glaube ich, nichts. Und wenn ich es ab. Doch, oder? Nee, das habe ich noch nicht gesammelt. Perfekt, das wird mir sowas bringen. Und wenn ich es upgrade, dann kriege ich sogar noch das, das Normal Set, oder? Hat der Punkte? Das könnte sogar reichen. Schauen wir mal. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es reicht. Brauchte ich 30 davon oder reichen 15? Oh, wisst ihr was? Man hat da, glaube ich, auch nochmal so eine Quest bekommen. Eventuell mache ich die jetzt kurz mit. Also hier im Traum. Und da hat man nämlich, glaube ich, auch nochmal zusätzliche Abzeichen gekriegt. Also die Drachen sind ja quasi die zweitniedrigsten und die Welpen sind die niedrigsten. Und hier gab es, glaube ich, irgendwo eine Quest. Ah, die habe ich schon gemacht, oder? Ah, kacke, die habe ich schon gemacht. Okay, dann ist natürlich jetzt blöd. Jetzt gucken wir mal, wie viel ich brauche. Ich meine, auf 5 muss ich es upgraden. Und dann müsste ich nochmal... Doch, es reicht. Man braucht nur 15 von den Drachendingern. Ich war mir jetzt nicht mehr sicher, ob es 15 oder 30 waren. Nice. Jetzt habe ich quasi das Normal und das LFR-Set dadurch gekriegt. Ja, nicht schlecht. So, dann haben wir nochmal einen Druid wieder auf Wächter gestellt. Komm, jetzt mal so eine Waffe wäre ganz nice. Also diese Tiertokens, schön und gut, ne? Gut, was haben wir denn da? Ein Hals. Beim Guardian kenne ich mich ja so ein bisschen auf. Crit Mastery ist jetzt eher mäßig gut. Also auch für die Stats ist es nix. Aber naja, davor hier Erbstück Hals angehabt. Dann haben wir noch einen Demon Hunter. Jetzt gucken wir mal. Die Lederbrust war es, glaube ich, aus Altal. Da sah, würde ich auch nehmen. Oder hier ein Stoffteil. Ach, schau mal, das habe ich aber... als zweite Mock ist hier noch was drin. Wo ist das her? Einmal... Wait. Thron der Gezeiten? Wie kann denn das sein? Ich dachte, da ist nichts drin. Das ist ein neues T-Mock aus Thron der Gezeiten? Kata ist hier gar nicht drin. Seht ihr das? Und hier unten? Die unobtainable Sachen. M+. Altaldasar. Finsterherz Rabenwehr. Nee, das Ding ist nicht mehr im All of Things drin. Ach nein, schaut mal an. Das ist Zeitwanderung Kataklysm, Thron der Gezeiten. Interesting. Ich krieg quasi da einen Timewalker Gear Item raus. Ja, das ist ja ganz nice. Also die haben quasi hier in den M-Plus-Pool nicht die IDs aus dem normalen Dungeons rein oder aus den HC-Dungeons, sondern das aus Timewalker. Okay, hat jetzt auch nicht auf dem Schirm gehabt. Gut, das ist jetzt quasi in den Kopf. Jetzt schauen wir noch wegen Sets. Okay, ich würde theoretisch den Kopf brauchen, den könnte ich umwandeln. Und Marken habe ich auch. Diesmal machen wir es richtig rum. Wir tun erst den Kopf umwandeln in quasi einen Tierset. Und sobald wir es umgewandelt haben, gehen wir quasi her und raiden es ab. Somit kriege ich quasi das LFR-Set durchs erste Mal umwandeln und durchs Upgraden dann das Normal-Set. Also das sollte funktionieren. Zum Glück habe ich mit dem auch ein paar Marken. Ich habe nämlich am Anfang... von dem Patch, ne, einige Male die Superblüte gespielt mit den Chars, um einfach die ganzen T-Mox aus der Superblüte zu kriegen. Das ist jetzt natürlich nice, dass ich die Marken noch rumliegen habe. So, also das wandeln wir einmal um. Gut, dann haben wir das LFR-Set. So, dann sind wir beim Upgrader. Dann packen wir das hier auch nochmal rein. Auf 5 müssen wir. Perfekt. Gut, ich habe jetzt mal gereloggt. Das habe ich in letzter Zeit blöderweise öfter, ne? Da sind verschiedene Add-ons, die dann irgendwas verbacken und dann, naja, klappt's nicht. So, jetzt habe ich auch noch den Normal-Kopf gekriegt. Seht ihr? LFR und Normal haben wir jetzt. Wunderbar. Dann haben wir als nächstes einen Monk. Den stelle ich jetzt mal auf Braumeister. Einfach, um diese Zweihand-Aki-Waffe zu kriegen. Wenn es mit den Druids bis jetzt schon nicht drin war. Eine Hose, die ich auch schon leider habe. Also das bringt leider nichts. Das ist aus dem Set von der Dämmerung der Ewigkeit, ne?
Jetzt gucken wir mal, ob wir sie eventuell in den Katalysator packen können. Ist sie mit der Hose aus? Ne, Hose habe ich im LFR und im Normal. Okay, da können wir nichts machen. Aber anlegen tun wir sie zumindest schon mal. Das nächste haben wir einen Hexenmeister. Der müsste jetzt auch zwei Slots haben, weil das ist einer von den Chars, wo ich am Anfang 5 Instanzen gemacht habe. Jawohl. Also, wir hätten einmal einen Dolch, den ich schon habe, und einmal einen Stab, den ich schon habe. Gut, das kann ich ja auch nicht umwandeln, ne? Also, es bringt mir quasi gar nichts. Das einzige... Gut, ein Stab wäre wahrscheinlich besser. Oder? Ich habe die wirklich nicht, ne? Bereits erlernt steht unten. Ich weiß nicht, warum das bei manchen Chars rumspackt, dass oben nicht der Haken ist. Also, das ist ein bisschen komisch. Ja, ist zumindest ein Upgrade hier. Dann haben wir noch einen Caster. Hier einmal den Priester. Schauen wir mal. Vielleicht haben wir da mal die Stoffbrust, müsste es sein, drin. Ne, was haben wir da? Eine Schildhand, die ich schon habe. Und einen Kopf, den ich schon habe. Waffen habe ich schon relativ gut. Jetzt nehme ich mal den Kopf. Und dann gucke ich mal, ob ich eventuell den noch upgraden kann. In den, beziehungsweise nicht upgraden, sondern in den Katalysator reinpack. Normal-Kopf brauche ich noch, LFR-Kopf brauche ich auch noch. Lass mal gucken. Ich habe sogar noch Marken. Ich weiß aber nicht, ob ich mit dem noch eine Aufladung vom Katalysator habe. Das muss ich jetzt mal schnell nachschauen. Gut, jetzt packen wir das Teil hier mal rein. Also genau, da kriegen wir noch einen T-Mock, wunderbar. Hab genau ein. Ich glaube, ab der Woche gab es hier eine neue Aufladung, ne? Gut, dann graden wir das jetzt mal noch schnell ab. Okay, da sind ein bisschen viele Items drin. Also einmal den Kopf wieder auf 5. Ah, shit. Ja, okay. Ich muss, glaube ich, meine Wappen umtauschen. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier ist, glaube ich, kein Händler. Müssen wir einmal in die Zone rüber. So, jetzt bin ich hier im Smaragdgrün-Traum. Da müssen wir jetzt einmal so ein Teil umtauschen. Das tut zwar immer ein bisschen weh, die höheren gegen die niedrigeren Wappen zu tauschen. Aber es hilft ja nichts, ne? Sonst kann ich das hier nicht upgraden. Also, hier auf 5. Perfekt, muss wieder reloggen. So, jetzt aber, oder? Nach dem Relog soll es doch hoffentlich funktionieren. Wunderbar. Dann kann ich die Quest hier auch noch abgeben. Jetzt nehmen wir noch ein paar extra Marken und dann gucken wir mal rein. Also jetzt habe ich den LFR und den Normalkopf. Gut, dann haben wir noch einen Mage hier am Start. Jetzt habe ich meine ganzen Stoffchars durch. Gucken wir mal, ob wir hier auch noch eine schicke Auswahl haben. Also, ich habe hier einmal einen Rücken und eine Distanzwaffe, auch aus Al-Taldasar. Also hier, so wie ich das jetzt sehe, habe ich das bereits, ne? Das Al-Taldasar-Item wäre zumindest eine andere ID. Das ist aber aus dem Normal, so wie ich das sehe. Dann nehmen wir doch die aus Al-Taldasar. Ich habe extra jetzt in Al-Taldasar noch nicht T-Mock gefarmt, ne? Weil ich dachte, dass da vielleicht schon noch das ein oder andere Item rauskommt, weil ich habe jetzt letztens ein bisschen angefangen, in BFA schon was zu machen. Dachte mir, ich kriege doch hier bestimmt auch schon ein paar Items raus. Gut, tatsächlich ist das jetzt nicht mal ein Upgrade, weil ich hier schon einen 463er Teil habe. Weird, das gibt sogar noch einen T-Mock. Oh, warte mal, das sehe ich jetzt gerade zufällig. Ah nein, das kann ich nicht upgraden, ne? Da bräuchte ich die HC-Abzeichen. Okay, nevermind. Gut, dann loggen wir weiter. Das bei. Brauche ich jetzt sogar nicht mehr aufheben, ne? Als nächstes haben wir einen Shami. Ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt wegen den Waffen, aber da ist jetzt nichts Tolles dabei. Jetzt hoffe ich mal, dass ich aus Al-Taldasar die Brust krieg. Nee, es sind Hände aus dem Cutter Timewalker dabei. Und ein Umhang, den ich schon habe. Gut, das ist ein No-Brainer, nehmen wir die Hände. Und dann müsste ich mal gucken, ob ich eventuell auch noch über einen Katalysator was machen kann. Was haben wir denn? Hände, LFR haben wir. Normal hätte ich aber noch offen. Jetzt schauen wir mal. Ich glaube, das reicht nicht, oder? Ich habe nur Drachenwappen. Ich könnte mal gucken. Wir probieren das mal aus. Ich habe eine Idee. Gut, also ich habe jetzt das Item schon mal umgewandelt in den Set. T-Mock hat es da ja keins gegeben. Jetzt muss ich mal gucken. Ich nehme jetzt die Quest hier an.
sieht. Und jetzt muss ich das langsam upgraden und eventuell klappt es, dass ich dann auf genug komme. Moment, jetzt gehen wir mal her und tun mal zwei von denen umwandeln. Beim ersten Mal gibt es nämlich... Warte mal, da haben wir es. Beim ersten Mal gibt es nämlich, glaube ich, ein paar Flugsteine. Natürlich backt es wieder. So, also gerelockt haben wir. Jetzt soll es hoffentlich klappen. Also wir graden es einmal ab. Dann kann ich die Quest abgeben. Dann die nächste annehmen. Dann müssen wir das noch einmal... Achso, ich habe die Dinge schon gekauft, ne? Also das setzen wir ein. Dann kriegen wir nämlich hier nochmal Wappen. Wie ihr seht, die kann ich dann auch nochmal einsetzen. Und jetzt müsste es klappen. Warte mal, hatte ich das schon im Inventar rumliegen? Naja gut, anscheinend hatte ich schon mal Handschuhe. Anscheinend hatte ich den Plan schon mal und hatte dann nicht genug Marken oder irgendwas. Gut, okay. Also, dann haben wir jetzt zumindest das Normal-Set dadurch gekriegt. Schauen wir mal nochmal rein. Genau, also da hat das Ding. Dann haben wir als nächstes einen Evoker. Jetzt gucken wir mal. Hoffen wir, wir haben was Schickes drin. Was ist denn das? Einmal einen Kopf und ich habe einmal eine Schildhand. Die Schildhand habe ich tatsächlich schon. Komisch, kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich im Timewalker da schon mal großartig Schildhand gefarmt habe. Gut, wir nehmen jetzt mal den Kopf, hätte ich gesagt. Ja, wir nehmen den Kopf und dann gucken wir mal, eventuell können wir den ja noch zum T-Teil upgraden. Nicht, was ich da schon so Tolles habe. Also Set... LFR. Gut, LFR bin ich durch. Im Normal wäre ja noch grundsätzlich Potenzial. Jetzt muss ich mal gucken, wie es an der Tokenfront aussieht. Da sieht es ganz finster aus, also das können wir schon mal sein lassen. Ja gut, legen wir es mal an, dann haben wir zumindest ein bisschen mehr Item-Level und können einmal weiterloggen. Als nächstes haben wir einen Demon Hunter. So langsam könnte jetzt mal so eine Lederbrust kommen, so aus Altaldasar. Wäre nicht schlecht. Oder wir kriegen den Rücken und so ein komisches Ei. Das Ei hat Movement Speed drauf. Wait, ist das nicht das, was ich auf Main gekriegt habe, was komplett wasted ist? Das ist eigentlich, was ich mache, ist eigentlich... Movement Speed ist natürlich eigentlich schon schick, ne? Aber, ach komm, der kriegt jetzt einfach den Rücken und gut ist. Warte mal, ich könnte ja den Rücken vielleicht noch sogar für Tierset. Wenn ich Marken hätte, dann könnten wir ein Normal Tierset holen. Ja, nee, das sieht finster aus. Das wird nix. Dann haben wir noch einen Priester. Schauen wir mal, was da so Schickes drin ist. Vom Tierset brauche ich ja nicht mehr viel, aber so ein paar von den Season-Belohnungen wäre ganz nett. Also, das macht schon mal keinen Sinn. Und das Ding leider auch nicht. Also eine Schildhand und Schultern. Ich bin eher geneigt. Schulter habe ich schon hoch. Jetzt schauen wir mal kurz nach. Naja, Schultern habe ich schon. Also das bringt gar nichts. Dann nehmen wir doch die Schildhand, oder? Bringt mir jetzt zwar keinen T-Mog, aber ist zumindest ein bisschen besser. Gut, dann sind wir jetzt als nächstes bei einem Schurken. Und ja, die waffentechnisch dürfte da auch nichts dabei sein, ne? Die einzige Aki-Waffe ist ja Zweihand. Ach komm, was ist denn das? Ein Trinket und ein Ring. Tja. Komm, wir nehmen den Ring. Belastend. Das habe ich schon befürchtet, dass das oft der Fall sein wird, ne? Gut, also hier Ring, können wir zumindest den austauschen. Als nächstes haben wir noch einen Druid, jetzt auf R da. Hier, jetzt muss ich mal gucken. Ah, der ist schon auf Wächter, passt. So, jetzt ist der Stab drin, komm. Ich hab's im Gefühl. Naja, okay. Aber, also wenn ich jetzt den Char sinnig spielen wollen würde, Versa Tempo wäre halt eigentlich ein ziemlich guter Ring tatsächlich, ne? Also vor allem auch mehr Versa als Tempo. Aber es bringt mir natürlich jetzt auf dem Char gar nichts. Also jetzt kann ich da irgendwie so einen Ring anlegen. Hier, machen wir das mal. Naja, ein bisschen mehr Gear.
haben wir als nächstes hier einmal einen Monk. Mal wieder den Volt auf. Oh, halt, stopp. Ich muss vorher einmal Braumeister reinmachen. Ich habe es immer noch nicht aufgegeben, dass ich vielleicht diese Stangenwaffe rausziehe. Was ist denn das? Ein Streitkolben. Aber den habe ich tatsächlich noch nicht. Wo ist denn der her? Dämmerung der Ewigen. Okay. Na ja, das nehme ich auch. T-Mog ist T-Mog. Der wird mir jetzt wahrscheinlich so wenig... Ja gut, ich habe schon eine relativ gute Waffe. Also, geartechnisch bringt mir das jetzt gar nichts, aber T-Mog-technisch. Und das ist das Wichtigste. So, dala, dann haben wir nochmal einen Char, wo anscheinend nichts im Vault ist. Was ist denn da los? Okay, also das ist der Schamane. Habe ich wahrscheinlich wieder nicht die ganze Inni gemacht. RIP. Dann haben wir als nächstes einen Mage. Dann gucken wir mal. Was ist denn das? Also irgendwie hundertprozentig mit dem die Timewalker-Inni gemacht. Irgendwas klappt da nicht. Dann haben wir als nächstes einen Hunter. Und hier ist auch hoffentlich mal wieder was in dem Vault drin. Also die zwei Chars eben. Das war jetzt eine komplette Nullnummer. Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich da wieder kein Vault gekriegt habe. So, hier haben wir Hosen drin aus dem Mega-Dungeon. Kann ich auch brauchen, wunderbar. Nehmen wir doch mit. Und da können wir jetzt dann auch gleich noch gucken, wie es im Set-Bereich aussieht. Also im Normal habe ich die Hosen, hier habe ich auch die Hosen, okay. Schade, anlegen können wir sie aber trotzdem. Der nächste Char ist hier ein Priester. Also da habe ich, glaube ich, das Set schon fast komplett voll, also das wird mir nichts bringen. Super, sagte er und kriegt ein Set-Token. Naja, zumindest geartechnisch ist es besser. Bin dann so ein bisschen hin und her überlegen. Wenn ich die Sachen gar nicht brauche, könnte ich auch die zwei Marken nehmen und es gegen 1000 Gold eintauschen. Aber jetzt mit 1000 Gold reißt halt auch nicht viel raus, ne? So, Dollar, dann haben wir jetzt den nächsten Stoffchar. Nochmal einen Hexer. Der hat auch wieder nichts im Vault drin. Okay, das ist, glaube ich, Char 6 oder 7, der nichts drin hatte. Ist das RIP. So, Dollar, als nächstes haben wir mal wieder einen DK. Da können wir jetzt einmal auf Frost stellen. Also langsam zweifle ich dran, dass ich nur eine von diesen Waffen kriege, ne, die ich da eigentlich haben will. Plattenbrust. Können wir mal nur hoffen, dass ich das Tierset vielleicht dann auch raus brauche. Eventuell wäre das doch dann was. Und Tierset, Brust im Normal habe ich. Aber im LFR brauche ich sie noch. Na, schau mal an. Dann gehen wir doch einmal umwandeln. Gut, jetzt sind wir mal an den Katalysator ran. Jetzt muss ich mal gucken. Also, die Brust packen wir rein. Das Set sieht sogar relativ cool aus, ne? Mit diesem Blut, was da runterläuft. Hat was. So, Normal haben wir auch. Jetzt schauen wir mal, was dran steht. 100%. Okay, also passt. So, dann habe ich jetzt noch ein Worry. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich Furor auswähle. Dann kann ich nämlich theoretisch das Schwert kriegen und auch den Streitkolben. Und was ist drin? Irgendwelche Schuhe. Na, perfekt. Hat sich richtig rentiert. Die brauche ich leider nicht, aber vielleicht brauche ich die noch für den Katalysator bzw. für Set. Ne, da brauche ich nur noch Handgelenke. Okay, Set ist auch schon voll, dann ist das leider RIP. Aber wir können sie, was waren das? Hier die Schuhe. Können wir anlegen. Gut, dann haben wir nochmal einen Demon Hunter. Da muss ich jetzt, glaube ich, nichts Großartiges umstellen. Und, das hatte ich noch gar nicht drin. Ah, das sind direkt die Set-Hände. Ja, okay, die können wir mitnehmen. Die brauche ich tatsächlich noch. Ich vermute aber nicht, dass ich auf dem Char noch genug Marken habe, die abzugraden. Nee, ich hab nie Marken gehabt mit dem. Die sind nicht mehr in der Liste drin. Okay. Aber zumindest das schon mal. Das trage ich in meine Liste mit ein, dass ich die jetzt gekriegt habe. Warte mal, wie viel habe ich denn von dem Set allgemein schon? Oh ja, gut, da fehlt schon noch ein bisschen was. Dann haben wir als nächstes den Evoker. Jetzt schauen wir mal, was da Schickes drin ist. Vielleicht mal so eine Kettenbrust aus Altaldasar. Oder irgendein Ketten-Item aus dem Thron der Gezeiten, Kataklysm Timewalker. Naja, das nehme ich auch. Timewalker zu farmen ist auch ziemlich ätzend. Also da ist jedes Teil, was ich darüber kriege, auch nicht verkehrt. So, das können wir schon mal anlegen. Jetzt schauen wir mal auch kurz noch bei dem Set rein. Oh!
Ich brauche den LFR-Gürtel noch. Das trifft sich ja sehr gut. Juti, dann sind wir beim Katalysator oben. Dann packen wir mal das Teil hier noch rein. Habe ich denn sonst noch? Kann ich hier vielleicht sonst noch was reinpacken? Ich hätte auch noch einen Umhang. Das sind, glaube ich, alles alte Teile. Die bringen nichts, ne? Da habe ich die Sets, glaube ich, schon soweit. Guck mal, nee, den Umhang habe ich natürlich schon. Nee, Marken habe ich auch nicht genug zum Upgraden. Gut, als nächstes haben wir einen Schurken. Komm, jetzt muss da was Gutes dabei sein. Oh, was ist das? Das ist ein Z-Kopf. Anscheinend fehlt mir der auch noch. Okay. Der wird auch, schätze ich mal, keine Upgrade-Marken haben. Also da wird es wahrscheinlich bei dem einen... Wait, es wird mir angezeigt, dass ich den noch brauche. Ist jetzt die Anzeige komplett für den Sack? Da steht 0% dran mit Aufwertung. Ah, war anscheinend doch wieder eine Fehlinformation von dem Addon. Weird. Warte mal, ich schau mal kurz ins Set rein. Nee, ich hab nicht genug Marken, das langt nicht. Schade. Also den könnte ich dann irgendwann mal upgraden, wenn ich mir noch ein paar Marken farmen würde. Aber sonst reicht es leider nicht. Das könnte ich mir mal aufschreiben. Und dann eventuell noch gucken für die Zukunft. Gut, dann haben wir nochmal einen Druid. Das stellen wir hier mal auf Wächter um. Also irgendwann muss doch die Stangenwaffe da mal drin sein. Ja, ein Hals und Schultern. Ich würde jetzt mal gucken, ob ich die Set-Schultern noch brauche. Nee, brauche ich nicht. Komm, dann lass doch den Hals nehmen. Weil Schultern habe ich bessere als den Hals. Das tut zwar jetzt ein bisschen weh, ne? Aber was willst du machen? Set wird mir auch nichts mehr bringen. Gut, dann haben wir den nächsten Druid. Und weiter geht's. Wächter ist schon eingestellt. Wunderbar. Oh, was ist das? Ah, das ist ein Set-Teil Hände. Und das sind jetzt Schultern, die ich schon habe. Warum zeigt es mir oben 0% an, aber hier, dass ich es schon habe? Also irgendwas ist doch da... Also irgendwas klappt bei dem Addon so hinten und vorne nicht. Was war das jetzt? Das waren Hände, ne? Aber Set-technisch habe ich jetzt die Hände hier schon. Und hier auch. Macht irgendwie keinen Sinn, dass es mir hier anzeigt, dass ich es noch durch Upgraden, dass ich da was kriegen kann. Stehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz. Aber die Schultern, die bringen mir auch nichts. Nehmen wir so einfach die Hände. Also irgendwie tricksen mich meine Addons gerade ein bisschen aus. Jetzt anleg. Steht immer noch dran, dass ich es durch ab... Oder kann ich das vielleicht sogar... auf, dass ich das HC-Set krieg, vielleicht deswegen, ne, dass ich so weit hoch upgraden kann bis zum HC-Set, aber eigentlich auch nicht. Eigentlich kannst du immer nur zwei Sets mitnehmen und Normal-Set habe ich ja auch schon, die Hände. Das verstehe ich jetzt nicht. Aber Marken, ja, der hat eh keine Marken zum Upgraden. Gut, weiter geht's. Dann haben wir den nächsten Druid, wieder auf Wächter. Also hier auf Antor habe ich wirklich einige Druiden. Irgendwann muss es doch mal dabei sein. Und diesmal ist der Kopf drin und ein Trinket. Aber Kopf brauche ich tatsächlich noch. So. Auch der wird sehr wahrscheinlich keine Upgrade-Tokens haben. Das können wir schon mal anlegen. Schauen wir mal zur Sicherheit noch. Ne, 10 Stück, das kann es knicken. Und der nächste Druid. Ah, der hat schon Wächter drin. Perfekt. Und jetzt ist die Stangenwaffe drin. Nee, ich habe eine Hose gekriegt. Belastend. Naja, nehmen wir sie. Ich glaube, set-technisch brauche ich auch keine Hose. Schauen wir mal kurz. Doch, Hose ist hier tatsächlich sogar noch dabei. Brauche ich sogar im Normal und im LFR. Ja, der hat sicher auch keine Upgrade-Tokens. Nee, natürlich nicht. Gut, dann fliegen wir mal einmal rauf zum Upgraden. So, dala. Also, wo haben wir denn die Hose? Die sieht halt aus wie diese alten Sachen, ne?
Genau, okay. Da können wir das schon mal reinpacken. Jetzt sogar Lebensdiebstahl drauf. Wunderbar, dann haben wir da das Set ja fast voll. Brauche ich nur noch die Schuhe. Dann haben wir als nächstes einen Paladin, genau. Das ist, glaube ich, jetzt auch wieder egal, ob ich Schutz oder Vergelter einstelle, denn da war ja sowohl eine Stärke Einhand als auch Zweihandwaffe. Und was haben wir da? Einen Plattenhelm. Ja gut. Schauen wir gleich nochmal wegen im Set, ne? Eventuell kann ich da noch was brauchen. Jetzt gucken wir mal rein. Ah, LFR-Set habe ich fertig. Normal Set würde ich den Kopf brauchen. Aber ich habe bestimmt auch wieder nicht genug Marken, oder? 46. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Das könnte vielleicht reichen, wenn ich die Quest noch nicht gemacht habe. Wisst ihr, was ich meine? Ich schaue jetzt mal. Eventuell reicht es sogar. Bin mir jetzt nicht sicher. Gut, ich habe jetzt das Ding schon mal umgewandelt und ein bisschen die Marken hin und her getradet. Jetzt müsste es eigentlich reichen. Ja, wunderbar. Jetzt habe ich das noch auf Normal abgegradet und wir haben auch einmal den Normal-Kopf hier. Und ja, dann würde ich sagen, loggen wir einmal weiter. Als nächstes haben wir nochmal einen Paladin. Das habe ich eingestellt, Vergelter. Also jetzt Zweihandwaffe, ich sehe schon kommen. Oder einen Helm. Aber das ist zwei Transmog. Das ist wieder aus Cataclysm Time Walker. Besser als nix. Ich weiß gar nicht. Kopf. Aber den habe ich jetzt eben geupgradet, ne? Also das bringt mir jetzt eh nix. Gucken wir den einmal an. Dann haben wir als nächstes einen Worry. Was habe ich da eingestellt? Furore, das passt schon. Wunderbar. So, jetzt was Gutes. Was Gutes habe ich mir anders vorgestellt. Schultern. Naja, gut. Zumindest ein Item-Level-Upgrade. Das war es aber auch schon wieder. So, als nächstes haben wir einen Demon Hunter. Mal gucken, ob ich jetzt mal die Lederbrust rausziehe. Oder ich habe ein Schmuckstück drin. Mit einem Haufen Verser. Ich glaube, das würde ich sogar mit Main nehmen. Sogar Silence mit dem Ding ja nicht schlecht. Aber Versa ist schon dick, was da drauf ist. Dann haben wir einen Hunter als nächstes. Achso, ich muss hier wieder umstellen auf Überleben im Optimalfall. Trinket mit Vermeidung. Das brauchen wir auch nicht. Naja, legen wir es mal an. Besser als die Erbstücksachen ist es auf jeden Fall. Dann haben wir jetzt noch einen Paladin. Schauen wir mal. Schutz ist eingestellt. Vielleicht der Einhandstreitkolben. Wie wär's? Oder ich krieg einen Ring mit Sockel. Wie gut. Wo ist denn der her? Netarions Hort. Warte, warum ist denn Netarions Hort dabei? Doch gar nicht im M-Plus-Pool dabei. Bin ich jetzt blöd? Moment. Ist doch gar nicht hier in dem Pool dabei. Warum habe ich jetzt da ein Item gekriegt? Das ist interessant. Als nächstes haben wir noch einen Druid. Da gehen wir auch wieder auf Wächter. Also ich gebe es nicht auf, ne? Vielleicht kriege ich nur irgendwann eine von den Waffen. Na? Oder ich krieg nochmal ein Trinket. Also Trinkets kriege ich jetzt überproportional oft. So ein Zweig. Aber das ist jetzt hier aus den Blutschlägerminen. Ich glaube, das wird falsch angezeigt. Also All the Things zeigt mir Blutschlägerminen an. Ein anderes Addon sagt mir hier immer grüner Floor, weil der ist auch im Pool mit dabei. Also irgendwas ist da komisch. Ich glaube, meine Addons spacken gerade ein bisschen rum. Es sieht auch eher nach immer grüner Floor aus. Ich habe schon relativ hohe Trinkets mit dem. Dann haben wir noch einen Druid. Der auf Wächter. Bin mal gespannt. Einen Kopf. Muss ich mal schauen, aber ich glaube, Set habe ich einen Kopf auch schon.
Gucken wir es mal an und gucken mal kurz nach. Set. Also im Normal würde ich ihn noch brauchen, aber nee, das sind nicht genug Marken. Als nächstes haben wir noch einen DK. Und den stellen wir... Ach, der ist schon auf Frost. Perfekt. So muss das. Hals. Also jetzt die letzten paar Vaults, ne? Kann ich komplett vergessen. Naja, schade. Dann haben wir noch einen Schurken. Lootsback dürfte eigentlich ziemlich wurscht sein. Was haben wir denn da? Schultern. Krieg aber relativ viele Sachen jetzt aus diesen Kataklysm-Dungeons, ne? Jetzt schauen wir nochmal wegen dem Vault. Okay, Schultern habe ich im Normal nicht. Und im LFR auch nicht. Heißt, die könnten wir auf jeden Fall schon mal upgraden. Und markentechnisch sieht es natürlich schlecht aus. Beauty, dann packen wir das Ding mal in den Katalysator. Können da zumindest dann noch die LFR-Schultern rausholen. Ne? Irgendwann muss ich dann vielleicht mal noch ein paar Marken farmen. Aber das mache ich jetzt aktuell mal noch nicht. Eventuell gibt es ja mit den nächsten Patches nochmal irgendwelche Ketchup-Mechanics, wo man die einfacher kriegt. Da warte ich jetzt erstmal nur ab. So, auf dem Main-Account bin ich durch. Jetzt gehen wir mal auf den Second-Account hier. Heißt, es kommen doch noch einige Chars. Jetzt haben wir nochmal einen Druid. Diesmal mit zwei Auswahlmöglichkeiten. Hose und Rücken. Jetzt gucken wir mal. Was wäre denn sinnig? Also LFR brauche ich nur noch die Schuhe. Das macht keinen Sinn. Und hier würde ich aber auch noch die Hose im Normal brauchen. Marken. Oh, doch. Ich habe ein paar Marken. Heißt, ich nehme die Hose und grade die dann ab auf Normal, um da das Timok mitzunehmen. So können wir es machen eigentlich. Das wird passen. Gut, jetzt habe ich noch ein paar Marken umgetauscht. Dann können wir das jetzt mal upgraden. Dann haben wir jetzt hier das Hosen-Timok noch. Jetzt muss ich mal gucken. Ich hätte hier auch noch... naja, gut, das reicht nicht ganz, ne? Ich hätte noch einen Umhang, aber da habe ich nicht genug Marken, dass ich das nur upgraden kann. Schade. Aber zumindest haben wir jetzt die Hose hier schon mal. Gut, dann haben wir noch einen Hunter. Der müsste auch zwei Slots dabei haben. Jetzt schauen wir mal. Okay, ich habe eine Schusswaffe, die ich noch brauche. Und einen Gürtel, den brauche ich nicht. Dann nehmen wir natürlich die Schusswaffe, ganz klar. Die ist hier aus dem Mega-Dungeon, ne? Dämmerung der Ewigen. Die auch besser als das, was ich habe. Ist genauso gut eigentlich. Aber es hat noch Zeitschlag drauf. Komm, die ziehen wir mal an. Gut, dann haben wir jetzt hier noch einen Monk. Da stellen wir wieder Braumeister ein. Ich habe es nicht aufgegeben. Hier mit der Stangenwaffe. Kommt noch. Was haben wir denn da schön? Das ist ein Kopf, den ich noch nicht habe. Und Hände, die ich schon habe. Okay, ist ein No-Brainer. Dann nehmen wir den Kopf. Eventuell können wir den sogar upgraden. Jetzt schaue ich mal schnell, wie es an der... Nee, da haben wir nicht genug. Okay, brauchen wir gar nicht lostigern. Das sieht schlecht aus. Schade. Dann haben wir den Hexenmeister noch. Ah, das ist mein Speedchar, ne? Mal gucken, was der Schönes drin hat. Eine Brust, die kann ich brauchen. Und den Kopf, den habe ich schon. Bis jetzt hatte ich noch nicht die Predulie, nur dass ich zwei Items drin hatte, die ich brauchen konnte. Ach, das ist jetzt das erste Altaldazar-Item, ne? Also was ich jetzt nur in der Season kriegen kann. Genau wegen den Teilen mache ich das Ganze. Weil die sind ja nach der Season wieder raus. Und dementsprechend ist es halt wichtig, dass ich die jetzt kriege. Okay, aber hier habe ich schon beide Items, ne? Also sowohl die LFR als auch die Normalbrust. Dann können wir weiter loggen. Brauche ich die an? Warte mal, wenn ich jetzt mein richtiges Gear anlege. Ja. Ah, okay, anscheinend habe ich meine Dinger verkackt. Was hatte ich denn davor an? 421, oder? 428. Ja, ist wahrscheinlich auch besser, das Ding. Dann haben wir als nächstes einen Demon Hunter. Jetzt gucken wir mal, was da Schickes dabei ist. Also, wir haben jetzt hier... Einmal die Hände. Da wird mir oben schon wieder gezeigt zum Aufwerten, aber unten steht bereits bekannt. Und hier noch eine Hose aus Altaldazar. Die habe ich aber auch schon. Jetzt gucke ich mal schnell nach,
wie es jetzt aussieht mit dem Set. Also das hier ist jetzt quasi Hände und einmal Beine, ne? Und was sagt das Set? Das ist Brust und Schultern. Hände und Beine. Die würde ich beide noch brauchen, abgegradet. Aber ich vermute mal, dass ich nicht genug Marken habe, oder? Traumwaffen des Drachens. Nee, also ich habe nur 2 Upgrade-Teile, das wird nicht reichen. Also das ist zu wenig. Es ist die Frage, was man nehmen. Es ist eigentlich wurscht, ne? Ich brauche beides. Die Hände habe ich. Hab ich niedriger. Komm, dann lass die Hände nehmen. Also es bringt mir jetzt beides nichts. Die kann ich ja dann nochmal irgendwann in der Zukunft upgraden, wenn ich mir mal noch Marken farm. Eventuell zumindest. Muss ich mir nur aufschreiben. Dann haben wir gleich den nächsten Demon Hunter. Jetzt haben wir mit dem ja ein bisschen mehr Glück. So, da haben wir Waffen dabei. Okay, jetzt ist es soweit, ne? Wie ein Kollege von mir gesagt hat immer, Adelheid, es ist soweit. So, okay, was nehmen wir jetzt? Nehme ich jetzt aus dem Mega-Dungeon das Item? Das ist eine Kriegsklewe oder nehme ich die Axt aus dem Time Walker? Tja, es ist halt beides. Ist halt blöd. Eigentlich Klewe ist halt. Wäre halt nice, wenn ich sie nehmen würde. Dann müsste ich nicht mit einem Demon Hunter irgendwann ins Mega Dungeon. Aber Time Walker Items sind halt auch immer kacke, ne? Wenn es jetzt 2 Äxte wären, dann würde ich auf jeden Fall das Time Walker Item nehmen. Aber da es halt eine Klewe ist und Klewe immer kacke zu kriegen ist, weil es halt nur diese eine Klasse tragen kann, ist das jetzt eine schwierige Entscheidung tatsächlich. Ich muss mal gucken, ob es im Mega-Dungeon noch eine andere Klewe gibt oder ob es die einzige ist. Weil sonst könnte ich die halt irgendwann mit dem Druid abfarmen und müsste nicht extra wegen der Klewe mit dem Demon Hunter da reingehen, ne? Aber wahrscheinlich ist es die einzige Klewe. Ja, ist halt blöd. Scheiß drauf. Ich nehme das Timewalker-Item. Dann muss ich halt mit dem Demon Hunter ins Mega-Dungeon rein, aber Timewalker-Items sind immer beschissener zu farmen. Ich hätte es natürlich jetzt auch drin liegen lassen können und quasi alle Chars durchloggen. Vielleicht kriege ich nochmal eins von den beiden, aber das ist mir jetzt auch zu blöd. Also wenn man nachher nochmal ein anderes ziehen, dann habe ich gelitten. Aber wir werden es sehen. Wir werden es sehen. So, dann haben wir noch einen Worry. Jetzt schauen wir mal. Den habe ich auf Waffen. Jetzt stellen wir den auf Furor. Dann haben wir nämlich eventuell die Chance, beide Waffen rauszuziehen, die ich noch brauche. Also sind das Altaldazar, Kopf. Oh, ist das jetzt so ein ausschließlicher? Ich glaube, das ist richtig gut, dass ich das jetzt drin habe. Ich muss mal kurz nachschauen, aber ich glaube, das ist richtig gut. Ja, aber warte mal, ich habe doch vorhin schon ein Stoff-Item gezogen. War das nicht eins von denen? Oder hat es das einfach nicht gecheckt, weil ich es auf einem anderen Account war? Ne, ich habe es geupdatet, schade. Ja gut, dann nehmen wir auf jeden Fall den Kopf. Das ist schon mal eins der wichtigen Items. Sehr schön. Und eventuell kann ich es dann sogar auch noch upgraden. Wobei, ich glaube, Worryset habe ich schon vollständig, ne? Ja, und hier fehlen die Handgelenke. Okay, also upgraden ist nicht drin, aber zumindest das Grund-T-Mog ist schon mal da. Dann haben wir als nächstes noch einen Priest. Da gucken wir jetzt auch gleich mal, was drin ist. Aber dann bräuchte Stoffteil aus Altaldazar mit dem auch noch, ne? Da ist eine Hose drin. Ich glaube, Hose habe ich mit dem Priester schon. Also das Set jetzt, ne? Also die Hose habe ich sowieso schon. Aber Set habe ich, meine ich, auch Hose beide schon. Nee, hier normal brauche ich sie sogar. Ich brauche... Nee, ach nee, das ist der Gürtel. Das ist die Hose. Ich würde sogar nur noch die LFR-Hosen brauchen. Das ist doch schon mal sehr, sehr gut. Ah, okay, perfekt. Brauche ich sogar das Teil. Muss ich bloß gucken.
Ah, doch, Normal habe ich schon, ne? Weil manchmal kriegt man das Set auch über andere Teile und dann, wenn man das quasi geupgradet hat, wird das Aufwerten tatsächlich trotzdem noch was bringen. Aber in dem Fall habe ich anscheinend das richtige TMOG schon. Als nächstes haben wir dann noch einen DK. Und da stellen wir dann auch wieder auf Frost um. Ich weiß gar nicht, ob man das umstellen muss, bevor man draufklickt. Ich hoffe es jetzt mal nicht. Okay, das ist aus einem Ring. Und hier haben wir einmal Schuhe. Jetzt schaue ich mal, ob ich Schuhe brauchen würde. LFR, nein. Und Normal auch nein. Heißt, es ist vollkommen egal, ob ich Schuhe oder einen Ring nehme. Komm, ich nehme den Ring. Lass mal die Schuhe raus. Na, guck mal, hier habe ich sogar noch so eine Kiste von dem World Boss. Die können wir jetzt als zusätzliches Goodie noch aufmachen. Naja, war natürlich auch kein Drop drin. So, dann ziehen wir den Ring noch an. So, als nächstes haben wir dann den Paladin. Jetzt gucken wir mal. Loot's back. Oh, ich muss auf. Jetzt stellen wir mal auf Schutz um. Vielleicht für den Einhandkolben. Na, gut, dass ich es umgestellt habe. Da ist er drin. Sehr schön. Das Teil brauche ich nicht. Nice. Da haben wir jetzt einmal diesen Einhandkolben. Gut, dass ich es gerade nur umgestellt habe. Sehr, sehr schön. Na, mal gucken. Vielleicht kriege ich die anderen Waffen auch noch. Nice. Das war jetzt wichtig und richtig. Ich sag's euch. Den kann ich sogar mit dem ganz gut gebrauchen. Beauty, dann haben wir als nächstes einen Druid. Dann stellen wir natürlich hier auf Wächter ein. Beziehungsweise ist schon eingestellt. Und jetzt bin ich so ein bisschen beflügelt. Vielleicht kriege ich ja noch den Stab raus. Mit ganz viel Glück. Einen Gürtel und Hände. Das ist jetzt beides nix. Schauen wir doch mal. Na gut, das sind Handgelenke. Na, und Schuhe. Na, dann kann ich eigentlich bloß gucken, wo ich schlechteres Gear habe, nur dass ich das anlege. Bleibt sich eigentlich egal. Nehmen wir halt die Hände, keine Ahnung. Also das ist jetzt beides nix, aber gut, so ist es. Kann ja nicht bei jedem Char was Gutes drin sein. So, also das einmal und dann geht's weiter. Als nächstes haben wir einen Schurken. Vielleicht die Lederbrust, weil die Waffen kann ich mit dem nicht kriegen. Oh, es sind zweimal Set-Items. Hose und Handschuhe. Tja, die habe ich beide nicht. Hose und Handschuhe-Set. Wobei, doch, Handschuhe wird jetzt hier angezeigt. Also Hose. Hä, warum? Aber hier wird jetzt wieder. Ach doch, unten erlernt. Ja, gut, dass du siehst, da aufwerten. 0%. Also das oben stimmt schon wieder hinten und vorne nicht. Gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe, ne? Nehme auf jeden Fall die Hose. Stimmt, ich habe ja die Hände vorhin mit dem Rock abgegradet, ne? Aber ich komme auch schon durcheinander. Bei so vielen Charakteren. Da ist es dann teilweise schon schwierig. Marken habe ich, denke ich, zu wenig. Nee, das wird nichts werden, dass ich das upgrade. Das ist zu wenig. Als nächstes haben wir dann nochmal einen Krieger. Jetzt kann ich eigentlich Waffen auswählen, weil die Einhandwaffe habe ich ja jetzt schon. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch die Zweihandwaffe. Heißt Paladin Vergelter, ne? Und Krieger einmal Waffen. Okay, da haben wir jetzt nur die Brust, da haben wir nicht viel Auswahlmöglichkeit. Ich glaube auch nicht, dass ich jetzt hier großartig das noch fürs Upgraden brauchen werde. Jetzt schauen wir mal. Mal kurz wegklicken. Wo haben wir das Richtige? Handgelenke. Nee, also in den Katalysator brauche ich es auch nicht stecken. Gut. So, nächster Char ist ein Monk. Und da stellen wir auch wieder auf den Braumeister. Stangenwaffe, wie sieht's aus? Einmal einen Gürtel und einmal eine Hose. Gut, die brauche ich beide jetzt so nicht. Hose, Gürtel. Und hier, na gut, ist leider RIP. Na gut, Hose wäre ticken besser, ne? Wenn wir jetzt aufs Item-Level gucken. Ja, dann machen wir halt die Hose. Nicht berauschend, aber okay. Als nächstes haben wir einen Paladin. Da können wir jetzt auch auf Vergeltung switchen. Komm, Zweihandwaffe. Handgelenke. Eher belastend. Muss ich mal gucken, wie es da an der Front aussieht. Also anlegen können wir sie, denke ich mal, schon mal. Boah, ich hatte schon 428, gar nicht so verkehrt. Und jetzt schauen wir mal, wie es an der Z-Front aussieht.
Handgelenke habe ich im Normal und habe ich auch im LFR. Okay, die brauche ich nicht. Als nächstes haben wir noch einen Demon Hunter. Da brauche ich jetzt eigentlich nichts umstellen von dem Spec her. Ein Finger und ein Trinket. Also jetzt belastend. Ja, gut. Bleibt sich eigentlich gleich. Komm, wir nehmen den komischen Ast hier. Machen wir es mal so. Dann haben wir jetzt nochmal einen DK hier. Ich muss mal schauen, was Sinn macht. Ich glaube, obwohl ich kann eigentlich Blut drin lassen für zwei Waffe, ne? Was haben wir denn da? Das brauche ich sogar noch. Was haben wir denn hier? Das ist aus der Dämmerung der Ewigen. Na komm, das nehmen wir gleich. Wenn ich ganz viel Glück habe, kann ich das vielleicht sogar noch in den Katalysator packen. Ups, das wollte ich nicht. Nehmen wir jetzt erstmal an. Ist schon mal besser. Und dann schauen wir doch mal rein. Ne, Kopf brauche ich nicht. Okay, gut. Dann gucken wir uns als nächstes den Mage hier an. Schauen, was da Schickes drin ist. Einmal einen Kopf. Das Temok habe ich schon. Das ist hier auch aus der Dämmerung der Ewigen. Da ist es so, wenn du diesen Hard-Mode gespielt hast, das habe ich ja letzte Season gemacht, dann hast du da einmal das komplette Set bekommen, ne, von den ganzen Klassen. Okay, Kopf habe ich anscheinend schon im LFR, im Normal nicht, aber ich schätze mal, dass ich nicht genug Punkte habe, um es abzugraden, oder? 35 Drachenwappen, das wird leider nicht reichen, schade. So, dann haben wir mal wieder einen Druid, Wächter ist eingestellt. Und dann lass mal gucken, ob wir vielleicht mal die Stangenwaffe drin haben. Oh, warte mal, ist es die? Nee, das ist aus dem Riesenflöz. Steht zumindest dran. Und unten steht aber Kronsteiganwesen. Also irgendwie passt da was auch nicht ganz. All the Things mixt da irgendwie die Instanzen durch. Schade, jetzt hatte ich kurz Hoffnungen, ne? Und die wurden zerschmettert. Ja, gut, wenn ich das so sehe. Also jetzt geartechnisch wäre die Waffe mit Abstand das Beste, ne? Bringt mir jetzt zwar keinen Mock, aber ist okay. Dann nehmen wir die Waffe mit. Hat sogar Versa drauf. Versa Mastery ist nicht verkehrt. Ich spiele den Char wahrscheinlich eh nie, aber besser ist nix. Dann haben wir als nächstes einen Hexenmeister. So, jetzt gucken wir mal. Und was ist Schickes drin? Ach nein, das Trinket hier aus dem Mega-Dungeon. Das habe ich mit jedem Char x-mal, weil ich ja immer den Endboss umhaue. Ne? Ich habe eine Endboss-ID, hau den immer um, um dementsprechend die Temok-Tokens daraus zu ziehen. Schade aber auch. Dann haben wir nochmal einen Druid. Den stellen wir um auf Wächter. Genau, das passt. Okay, ich habe gerade gesagt, ich hätte keine Broken Chars mehr. Bei dem hat irgendwas nicht geklappt. Schade. Dann zur Abwechslung mal ein Evoker. Schauen wir mal, ob ein bisschen Kettengear dabei ist. Hier ist es ja spec-technisch auch egal, ne? Die kriegen ja immer irgendwelche Caster-Sachen. Und, ja gut, hier hätte ich jetzt eine Tierhose, aber so wie das aussieht, habe ich die schon. Und ich meine, Marken dürfte ich mit dem jetzt auch keine haben, um das abzugraden. Schauen wir mal, ob ich Hosen überhaupt brauchen würde. Ja, ich würde Hosen theoretisch brauchen. Der hat wie viel Marken? 44. Ich glaube, das reicht auch nicht, ne? Nee, das ist auch zu wenig. Schade. Aber ich kann es mir aufschreiben, dass ich mir irgendwann mit dem mal Marken farm. Dann haben wir noch einen Monk. Jetzt schauen wir mal. Einmal auf Braumeister für die Stangenwaffe. Oder wir kriegen einen Ring. So viel dazu. Aber mit Sockel, ne? Immerhin. Schauen wir mal, was hat denn der sonst so an? Naja, hier. Erbstücke. Dann haben wir wieder einen Paladin. Da hauen wir Vergelter rein. Wunderbar, ist schon eingestellt. Für die Zweihand-Stärke-Waffe, wenn ich ein bisschen Glück habe. Oder ich krieg Schuhe. Aber die sind aus Altaldazar. Die brauche ich tatsächlich noch. Muss ich mal gucken. Wahrscheinlich habe ich danach schon relativ viel von dem normalen Gear. Dann muss ich das später nicht mehr so farmen. Gut, jetzt können wir mal noch gucken, wie es aussieht wegen Tierset. Nee, Schuhe habe ich auch schon fertig. Als nächstes haben wir einen Draktür noch am Start.
Bisschen schickes Kettengear vielleicht, sowas, was ich nur brauchen kann. Sogar zwei Teile. Schmuckstück und wir haben eine Brust. Komm, ich nimm mal die Brust. Eventuell, aber nee, upgraden kann ich sie auch nicht. Aber es ist zumindest Set, ne? Ist, denke ich mal, besser als irgendein random Trinket. Dann haben wir noch einen Demon Hunter. Jetzt vielleicht ein schickes Lederteil. Einmal den Kopf, das brauche ich jetzt nicht. Und ich glaube, den Demon Hunter Kopf habe ich auch schon, ne? Schau mal lieber nochmal zur Sicherheit nach. Aber ich meine, das müsste ich schon haben vom Set her. Demon Hunter, LFR habe ich und den habe ich auch, okay. Dann haben wir noch einen Hunter. Und hier können wir wieder Überleben reinhauen. Stangenwaffe, wie wär's? Sieht schlecht aus, wir haben Hals gekriegt. Manchmal klappt das auch nicht, dass ich angucken kann. Ja gut, ich habe einen Erbstückhals. Zumindest ein bisschen ein Upgrade. Ah, seht ihr, hab sogar ein Achievement bekommen. Wunderbar, das war so, glaube ich, das lowste Item, was ich anhatte. Gut, dann haben wir als nächstes einen Monk, der irgendwie nichts drin hat. Okay, das war wieder ein Fail-Char, so wie es aussieht. Als nächstes haben wir einen Paladin. Da machen wir vielleicht wieder Vergelter rein. Schultern. Also auf dem werde ich bestimmt auch keine Upgrade-Teile haben. Und da hier steht auch 100% dran. Heißt, wenn das stimmt, habe ich auch das Normal-Set-Teil schon. Halt, das ist falsch. Ja, da habe ich auch Normal schon. Dann haben wir noch einen Worry. Da können wir jetzt auch... Ich glaube, Waffen muss ich für eine Zweihandwaffe reinmachen. Ah, das ist jetzt ein Rücken aus Altal. Den habe ich anscheinend schon. Eventuell kriege ich da noch ein Set-Ding raus, aber wahrscheinlich eher nicht. Bei Worry habe ich das LFR-Set fertig und das Ding brauche ich Handgelenke im Normal. Okay, kriege ich auch nichts. Dann haben wir noch einen Evoker am Start, der anscheinend irgendwie wieder ist, wo es nicht geklappt hat. Schade. Dann habe ich hier noch einen Priester. Also ich weiß nicht, wie das immer läuft bei den Feldchars, aber ich vermute, dass ich echt, ne, in die Instanz reingekommen bin und dann war vielleicht schon ein Boss tot oder so, ne, dass es nicht zählt. Gut, hier haben wir eine Taille und einen Ring. Ich glaube, Priester-Set bin ich schon soweit. Wobei, hier Taille. Ah, ich brauche genau noch eine Taille. Okay, halt, stopp, dann nehmen wir auf jeden Fall die Taille. Und gut, Upgrade-Items werde ich wahrscheinlich keine haben mit dem Char. Aber zumindest krieg ich dann LFR fertig. Für Dings langt's nicht. Für Normal. Aber den schreibe ich mir wieder auf und dann kann ich eventuell irgendwann mal die Marken noch farmen. So, dann packen wir den doch da mal rein. Wunderbar. Haben wir zumindest das LFR-Set jetzt schon mal voll. Doch gut aus. Als nächstes haben wir dann einen Schamanen. Ich muss gerade überlegen, macht das irgendeine Auswirkung? Nee, ist eigentlich vollkommen wurscht, ne? Gut, das Item haben wir jetzt schon, die Hände. Eventuell ist es jetzt set-technisch noch interessant. Schauen wir mal, wie es beim Shami aussieht. Schamane. Nee, Normal-Hände hat er schon. Das hat er auch. Okay, uninteressant. Ah, als nächstes haben wir wieder einen Worry am Start. Und den stecken wir dann wieder hier auf Waffen. Nice, ist es das? Rabenwehr? Legion, ich glaube, das ist das Zweihandschwert. Nice, hätten wir das auch? Das brauche ich hier nicht. Ah, ich habe schon fast nicht mehr dran geglaubt. Sehr schön. Jetzt muss ich nachgucken, hier auf dem Zweit-Account. Da ist noch ein bisschen mehr drin, aber das müsste trotzdem... Ja, seht ihr, da sind noch so Sachen wie Artefaktwaffen, weil es das immer nicht drüber sinkt. Ist aber egal. Jetzt ist hier nur noch diese Agi-2-Waffe drin. Ich habe so viele Druids und das Ding habe ich immer noch nicht. Aber ein paar Druids sind noch übrig, also vielleicht kriegen wir es noch raus. Das wäre sehr nice, wenn ich das noch wegbekommen würde. Schauen wir mal. So, nächster Druid. Vielleicht kriegen wir die Stangenwaffe auch noch. Stellen wir es mal auf Wächter ein. Komm, gib mir die Stangenwaffe auch noch.
Nee, Handgelenk. Ich glaube, Druid, Handgelenk habe ich auch fertig. Und schauen wir mal, wie sieht's aus? Schuhe. Da würde ich noch Handgelenke brauchen. Nee, der hat noch nicht mal die Marken gesehen. RIP. Dann haben wir als nächstes nochmal einen Demon Hunter. Also ich brauche noch das Lederteil aus Altaldazar. Hände gab's hier. Hände brauche ich, glaube ich, auch nicht. Also für Set. Nehmen wir sie mal an. Schauen wir mal. Ne, Demon Hunter Hände habe ich. Aber Upgrade-Dinger werde ich auch keine haben, oder? Ne, hat er auch nicht gesehen. Schade. So, nächster Try mit dem Druid. Stangenwaffe kommt hoffentlich heute noch. Machen wir wieder auf Wächter. Und dann drückt mir jetzt mal ganz fest die Daumen. Ach, scheiße. Da irgendjemand hat einen Daumen gedrückt. Ich hab's ganz genau gesehen. Dieses Kacktrinket wieder gekriegt. Mit dem Zeug kann ich mich totschmeißen, ich sag's euch. Dann haben wir als nächstes noch einen Schamanen. Da brauchen wir eigentlich nichts umstellen, das passt soweit. Haben wir eine Hose drin, die wir leider schon besitzen. Eventuell gibt's was für Set. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Beim Schamanen habe ich, glaube ich, nicht so viel bis jetzt. Ah, normal brauche ich noch die Hosen. Und im LFR auch. Heißt, die Hosen sind auf jeden Fall schon mal ein T-Mog wert. Und tokentechnisch schaut es aber schlecht aus, ne? Also umwandeln können wir da leider nichts. Aber zumindest die LFR-Hosen. So, wandelt mal die Hosen nur um für ein nettes T-Mog-Teil. Wunderbar. Haben wir zumindest nochmal eins mehr vom LFR-Set. Gut, nächster Druid. Einmal wieder Wächter. Und jetzt bitte die Stangenwaffe, hätte ich gesagt. Rück sie einmal raus. Gürtel und Schuhe. Was sagt mein Set dazu, zu Gürtel und Schuhen? Aha! LFR brauche ich noch Schuhe. Heißt, dann nehmen wir doch die Schuhe und machen das Druid LFR-Set voll. Ist das zumindest schon mal was? Und dann gucke ich mal. Tokentechnisch sieht's ganz, ganz finster aus. 10 Stück haben wir. Na, das wird nix. So, okay, dann packen wir das jetzt einmal hier rein. Halt die Schuhe. Sonst hat der halt echt gammeliges Gear an. Schon mal an. Hier noch 115er Item-Level. Gut, aber jetzt habe ich zumindest das LFR-Set komplett voll. Schon mal schick. So, nächster Druid. Altwächter. Komm jetzt. Ah, nochmal Schuhe. Ja gut, die brauche ich jetzt. Brauche ich gar nicht gucken, ne? An das kann ich mich jetzt gerade nur erinnern. Eben schon Schuhe abgegradet. Schade. Aber anlegen können wir so zumindest. Dann machen wir gleich mal weiter mit Monk. Mit dem kann ich hier auch auf Braumeister die Stangenwaffe ziehen. Okay, das ist jetzt einmal die Hose und einmal eine Brust. Also die Hose, so wie es aussieht, brauche ich schon mal nicht. Okay, die Brust würde ich brauchen, oder? Das ist Rücken, das hier ist Brust. Ja. Dann nehmen wir doch die Brust mit. Ich vermute jetzt mal, dass ich mit dem auch keine Upgrade-Tokens haben werde. Oder schauen wir mal rein. Nee, aber LFR können wir zumindest einen Sack zumachen. So, jetzt schauen wir mal. Halt, nicht die Brust, sondern... was haben wir jetzt rausgezogen? Das hier, die war's. Wunderbar. Okay, dann locken wir da wieder weiter. Dann haben wir noch einen Evoker am Start. Können, was da noch Schickes dabei ist. Vielleicht mal das Ketten-Item aus Altaldazar. Das wäre nicht verkehrt. Nee. Was haben wir denn hier? Ach, schau mal, das ist ein Stab. Aus dem Mega-Dungeon. Und die Brust. Nee, komm, wir nehmen den Stab. Das könnte ich halt wahrscheinlich umwandeln. Aber ich denke mal, der Stab ist besser an der Stelle.
gut. Ja gut, das ist eigentlich egal. Wir sind bei 241. Lassen wir das mal an. Gut, dann haben wir den nächsten Monk. Machen wir wieder Braumeister. Ich hab's noch nicht aufgegeben. Tja. Satz mit X, das war wohl nix. Die Brust ist mal wieder drin. Die hatten wir doch vorher schon mal. Ich schätze mal nicht, dass der Marken hat zum Upgraden. Ne. Beauty, dann schauen wir mal hier bei dem Priester noch mit rein, was da Schickes drin ist. Okay, das war natürlich mal gar nichts. Den Ring hatten wir doch heute schon das ein oder andere Mal mit dabei, ne? Von Lord Kronsteig. Ja, gut, ist halt ein Item-Level-Upgrade, das war es aber auch schon. Als nächstes haben wir dann noch einen Schamanen. Komm, jetzt mal das Ketten-Item vielleicht noch. Also Altaldasar ist schon mal richtig, aber das Item ist das Falsche. Also ich hätte einen Kopf oder einen Rücken vom Schamanen. Schauen wir mal, ob da noch irgendwas gebraucht wird. Ne, Kopf und Rücken habe ich und hier auch. Also es bleibt sich komplett gleich, brauche ich beides nicht. Gut, ich könnte einen Rücken nehmen, weil der Rücken, ne, habe ich noch ein Item, wo ein niedrigeres Item-Level hat. Das ist vielleicht noch das Sinnigste. Oder ich hätte die Marken auch nehmen können für 2000 Gold, ne? So, packen wir das noch rein. Dann gucken wir uns als nächstes den Evoker hier an. Na, bei dem könnte ich vielleicht mal rappen, ne? Das ganze Gear ist rot. Eine Schildhand. Das beeindruckt mich jetzt relativ wenig. Hat man doch vorhin auch schon mal drin gehabt. Na naja, gut, die brauche ich auch nicht anziehen. Als nächstes haben wir dann noch einen Priester hier am Start. Vielleicht das Stoff-Item aus Altaldasar mal? Vielleicht? Wie wär's? Ne, was ist das? Dämmerung der Ewigen. Na, das brauchen wir nicht. Priester-Set habe ich, glaube ich, auch so gut wie voll. Also Kopf habe ich, meine ich, vorhin auch abgegradet. Das wird auch nix werden. Schauen wir aber zur Sicherheit nochmal, falls ich mich falsch erinnere. Nee, da brauchte ich nur noch die Hosen sind das, glaube ich, ne? Beauty, nächster Versuch mit der Stangenwaffe. Wächter ist eingestellt. Auf geht's. Was haben wir da? Ah, guck mal, diese Kugel, wo man sich in Blutelfen verwandeln kann. Ein Hals mit Movement Speed. Das überzeugt mich jetzt eigentlich nicht so. Schade, Schokolade. Gut, dann haben wir einen Paladin. Eigentlich kann ich jetzt den Lootspec lassen, wie er ist. Ne? Ist vollkommen wurscht. Ah, schau mal. Kronsteig haben wir ein Item. Sehr schön. Aus dem Kronsteig. Die Schuhe sind doch schon mal nicht verkehrt. Die können wir schon mal austauschen. Und dann gucken wir mal. Zweckset. Na, Schuhe habe ich schon normal. Und habe ich auch schon im LFR. Dann haben wir jetzt hier noch einen Hunter. Mit dem können wir ja theoretisch auch die Stangenwaffe im Überlebensspec ziehen. Oder wir kriegen irgend so eine räudige Brust. Warte mal. Ich guck mal. Hunter, Brust. Wie sieht's aus? Ah, im Normal würde ich sie brauchen. Hier nicht. Das könnte reichen. Moment, das könnte reichen. Wenn ich dann die Quest noch offen habe, muss ich gleich mal gucken gehen. So, ich wollte jetzt eigentlich gerade die Brust quasi upgraden. Mir ist aufgefallen, ich habe aber hier schon eine 445er Brust im Inventar und die kann ich quasi ja direkt in den Katalysator packen. Also muss ich gar nichts upgraden. Ich weiß gar nicht, wo ich die her habe. Wahrscheinlich vom World Boss oder so, schätze ich mal. Dann haben wir das Set jetzt hier auch fertig. Perfekt. Dann haben wir als nächstes noch einen Monkey am Start. Wir stellen wieder Braumeister. Ah, haben wir schon eingestellt. Und jetzt Stangenwaffe. Oh, oh, oh. Aber das ist die falsche, ne? Ah, das ist die falsche Stangenwaffe. RIP, das ist aus dem Mega-Dungeon. Schade. Da hatte ich schon Hoffnungen. Schade, schade. Dann haben wir noch einen Worry. Mal gucken, was da noch Schickes drin ist. Also alles, was, glaube ich, ein Stärke-Char jetzt an Special-Items kriegen kann, sind schon durch. Oder eine Taille. Hm, weiß ich gar nicht, ob ich da noch was brauche.
LFR-Set war beim Worried fertig. Und Normal-Set habe ich, glaube ich, nur ein Teil gebraucht. Aber es war das die Taille? Nee, Handgelenke waren es, ne? Schade. Aber anlegen können wir so zumindest. So, dann habe ich noch einen Demon Hunter. Schauen wir mal. Okay, oder ich habe keinen Demon Hunter. Da hat es anscheinend wieder irgendwie gebuggt mit dem Char. Schade. Als nächstes haben wir noch einen DK. Na, jetzt gib mir mal nochmal was Gutes hier. Das ist nichts Gutes. Das haben wir schon. Rücken. Ich glaube, den habe ich heute Abend schon das ein oder andere Mal gesehen. DK habe ich den, glaube ich, auch nicht gebraucht, oder? Nee. Hier würde ich ihn noch brauchen, aber habe ich Marken, ist die Frage. Natürlich nicht. Als nächstes haben wir noch einen Hexenmeister. Oh, der hat schon relativ gutes Gear eigentlich an. Also für meine Gammeltwings, ne, im Verhältnis. Kronsteig, Schildhand. Na gut, damit kann ich auch gar nichts anfangen mit dem Ding. Wobei, zumindest hier ist eine bessere Schildhand, als das ich habe, ne. Gut, dann haben wir nochmal einen Demon Hunter. Wieder ein Hals. Belastend. Belastend. So, Dola, nächster Demon Hunter. Vielleicht hat der ein bisschen mehr Glück. Den Ring habe ich heute schon definitiv zu oft gesehen. Also bestimmt schon 5-6 Mal, wenn das überhaupt reicht. Gut, dann mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen, habe ich noch einen Magier. Und was ist da Schickes drin? Ah, eine Brust, die brauche ich tatsächlich. Da habe ich das Set noch nicht. Und wenn es ganz gut laufen sollte, kann ich es vielleicht sogar noch upgraden. Aber ich schätze mal, dass ich mit dem Char keine Upgrade-Tokens habe, oder? 29, das wird nicht reichen. Schade. Als nächstes haben wir noch einen Schamanen. Bisschen Kettengear. Teilweise ist es interessant, wo ich die Ruhesteine mit den Chars gelegt habe. Ne? Die sind dann irgendwo. Okay, das sind die Hände. Die habe ich, glaube ich, vorhin schon mal abgegradet. Da brauche ich dann im Normal auch nichts mehr. Zumindest sagt das jetzt hier auch wieder die Leiste. Aber ich vertraue dem natürlich nicht. Wir schauen es nochmal nach. Ja, Hände habe ich im Normal und im LFR auch. Okay. Als nächstes haben wir noch einen Evoker am Start. Da wären Beine drin. Ich meine, mit einem Evoker bin ich mit den Sets auch schon relativ weit. Die werde ich vermutlich auch nicht brauchen. Aber wir gucken nochmal sicherheitsweise. Set, also LFR ist fertig. Im Normal würde ich die Beine brauchen tatsächlich. Aber ich habe auch nicht genug Marken. RIP. So, dann haben wir nochmal einen Hexenmeister. Und was haben wir da Schickes? Na, ein Ring. Einen Ring, schade. Also das war mal wieder nix. Aber zumindest mal ein anderer Ring. Ich glaube, den habe ich heute noch nicht gesehen. Bringt mir zwar auch nichts, aber ne, mal ein bisschen Abwechslung. Als nächstes haben wir noch einen Hunter. Halt, da muss ich ja wieder umstellen auf Überleben für die Stangenwaffe. Und was haben wir da drin? Einen Finger. Das ist aber auch wieder ein anderer. Oder doch, den habe ich heute schon mal gesehen. Hier mit einem Haufen Verser, ne? Das ist quasi der gute Ring. Wenn ich ein bisschen M Plus noch mache mit dem Main, will ich den auf jeden Fall haben. Gut, nochmal ein Evoker. Komm, jetzt mal noch was Schönes zum Abschluss. Ein Verser-Trinket. Tanzzauber. Besser als nix. Beauty, dann haben wir nochmal einen Druid. Machen wir hier wieder Guardian rein. Bei Wildheit. Komm, ich lass mal Wildheit drin. Weil da kriegst du ja auch einen Agi, ne, Stab oder Agi-Stangenwaffe. Bleibt sich gleich. Hat aber alles nichts gebracht. So. Das können wir mal austauschen. Der hat hier noch von Season 1 das Gear an, ne? Seitdem habe ich nichts mehr gemacht mit dem. Hände braucht er auch nicht. Okay, können wir weiterloggen. Dann haben wir nochmal einen Demon Hunter. Jetzt hoffen wir mal, dass nochmal irgendwas Schickes dabei ist. Den Ast habe ich heute auch schon das ein oder andere Mal gesehen.
Cool wäre es, wenn man hier irgendwie so Sachen blacklisten könnte. Wisst ihr, irgendwie 2 oder 3 Slots blacklisten, das wäre was. So, nächster Druid-Char. Dann hauen wir doch da wieder Wächter rein. Perfekt ist auch schon. Nee, wieder Schuhe. Also ich glaube, die Stangenwaffe, die will einfach nicht. Die möchte nicht. Ja, Schuhe, ich glaube, da war auch nichts, ne? Jetzt schauen wir zur Sicherheit nochmal nach, aber da bin ich mir jetzt relativ sicher, dass ich die nicht brauche. Ja, upgraden könnte ich sie halt, ne? Aber Marken habe ich keine mit dem. Juti, dann haben wir noch einen DK. Mit Händen aus Altaldasar. Ich glaube auch nicht, dass... Ich glaube, Hände hatte ich auch schon beim DK-Set. Mal kurz. Hose. Na, Hände habe ich in beiden. Okay, schade. Ich dachte es mir schon. So, nochmal ein Hunter. Meine letzte Hoffnung ist auch schon auf Überleben für die Stangenwaffe. Es drückt mir ganz kräftig die Daumen. Ich brauche die Stangenwaffe. Dreck. Die Hose ist drin. Schade aber auch. Weißt du, so viele Druids, Monks, wie ich hab, schon krass, ne? Ich hab nicht so viele Plattenchars im Verhältnis zu dem, was ich an Chars hab, die diese Agi-Stangenwaffe kriegen können. Und die 2 Stärkewaffen habe ich bekommen, das Agi-Ding, das wollte einfach nicht. Also jetzt gucken wir mal, Upgrade-Tokens, schaut schlecht aus. Ich weiß gar nicht, ob ich die Hunter-Hose noch brauchen wird im... Ah, ne. Ja, hier würde ich nur den Gürtel brauchen, schade. So, dann haben wir hier noch einen Krieger. Ich lasse jetzt einfach auf Schutz den Loot Spec. Handgelenke, die ich schon hab. Finster Headstick steht dran. Ja, Krieger habe ich auch das Set voll, ne? Brauchen wir eigentlich gar nicht gucken, aber wir machen es trotzdem, um auf Nummer sicher zu gehen. Ja gut, wenn ich mit dem Marken hätte, dann... Ne, 25, das reicht nicht, ne? Schade. Gut, das müsste jetzt mein letzter Char sein. Einmal der Demon Hunter. Dann müssten wir jetzt mit 128 Chars durch sein. Was ist hier drin? Ach, am Ende hat es nichts Gutes gegeben, noch ein Ring. Zwischendrin waren ja jetzt ein paar Chars, ich weiß nicht, 6, 7, 8 Chars waren es, wo es irgendwie rumgebackt habe, wo ich keinen Loot gekriegt habe. Aber ich denke mal so, an die 120 Volt haben wir jetzt sicher aufgemacht. Gut, ich würde jetzt sagen, ich scanne jetzt mal noch im Data for Azeroth, dass ich auch noch sehe, wie viel Temox ich jetzt da rausgekriegt habe. Und das zeige ich euch auch gleich nochmal. So, Dula, ich habe jetzt gerade mal auf Data for Azeroth nochmal durchgescannt. Also ich habe jetzt 54 Temox gemacht. Ich hatte aber heute noch 4, 5 Drops aus dem World Boss bekommen. Im Black Market habe ich noch was gekauft. Also ich denke mal, jetzt über die Aktion hier mit den ganzen Vaults habe ich jetzt irgendwie ein bisschen über 40 Temox habe ich wahrscheinlich rausgezogen. Und ja, ob sich das rentiert hat, ist halt so eine Frage. War jetzt halt, ich war jetzt da 4 Stunden dran, den Vault aufzumachen und letzte Woche halt einige Stunden, um dementsprechend die ganzen Timewalker Dungeons zu spielen. Muss ich mir überlegen, ob ich das nächste Season wieder mache, beziehungsweise nicht nächste Season, sondern nächste Timewalker Event. Aber ich bin jetzt mit den paar Items hier über den Gaulisch, also im T-Mog auf Platz 1. Wie lang das der Fall ist, ist die Frage. Es sind nur 2 T-Mog-Teile mehr, aber zumindest temporär. Genau. Und jetzt können wir auch nochmal kurz im All the Things gucken, in dem Bereich, wo ich euch vorhin gezeigt habe. Und zwar waren das drin. Hier Legion. Seht ihr, jetzt ist blöderweise immer noch diese Stangenwaffe drin. Die habe ich leider nicht gekriegt. Das war ja das, da waren ja die 2 Stärke-Sachen, die habe ich bekommen. Die Stangenwaffe leider nicht. Und das andere war ja in Battle for Azeroth, und zwar Altaldasar ist das, ne? Hier die M-Plus-Sachen, da habe ich auch leider nur 1 bekommen, ich glaube das Plattending. Also mit Stärke lief es eigentlich, ne? Das Stärke-Zeug habe ich alles gekriegt, aber die anderen Rüstungsklassen, ne, habe ich leider in die Röhre geguckt. Vor allem mit dem Fakt, dass ich so viele Druids habe, ne? Beziehungsweise allgemein Agi-Klassen, ne? Schon echt krass. Naja. War ich halt unlucky an der Front. Juti, aber das war's jetzt mit dem XXL-Opening. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare. Und ja, dann sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder. Euer Tilla. Bis dahin. Ciao.